Ja, guten Tag, herzlich willkommen im LS22 auf dem Crossplay Erlengrad Server Gedönse. Ne? Servus! Servus! So, Philipp, Britzi und Henny, keine Namen, gell? Alles klar, Finn. Machen wir. Alles klar. Ist eh wurscht. So. Yes. Ist rum. Ach, Henne, das sind mal Knochen. Hast du mal geguckt, was das kostet, Henny? Blunde? Es kostet 50.000 Liter, 90.000 Euro. Na, 1000 Liter kosten 1,8. Und beim Händler kriegen wir. Also krieg ich pro 1000 Liter 1000 er mehr. Ja. So, hab ich was zu machen, bevor ich jetzt die Zuschauer langweile mit dem Rumlaufen hier. Die Walz läuft vom Helfer. Das Eisenkotzegerät ist gleich fertig. Ich kümmere mich dann darum, dass es wieder der Weg auf den Hof findet. Dann müsste man aber noch auftanken. Ich habe noch 3% Saatgut. Das hat wahrscheinlich nicht lange. Ja, dann fahr mal weiter, ich mach das voll. Nächstes Mal müsste man eventuell mal ein Frontgewicht drum machen. Naja, ich hab mich gekaut, wundert, dass ihr den 313er an dem Ding hängen habt. Ja, das packt er. Sehr gut, ich bin voll. Er schnappt halt ganz gern hoch. Ja, ja. Wenn du überlegst, das ist bei uns jetzt auf der Karte 313 in der kleinste Schleppe aus dem Schmalspur. Ja. Und ja, das ist das Maximalste, was wir vielleicht uns holen dann in 2-3 Jahren, ne, für uns. Ja, ist schon krass. Ist schon hart, ja. Ich finde im Spiel kommt auch nicht rüber, wie groß die Maschinen wirklich sind. No. Ja gut, das kann sich ja nicht vergleichen. Die Menschen sind ja ach nur so klar. Ja. Im Gegensatz ist bei uns. Es sind nur ein Spiel. So ist es. Also gewalzt wird gerade, ja? Das dauert ja ewig. Was dauert ewig? Was? Die Flüge von der Hülle von dem LKW. Ja, das stimmt. Du kannst dir überlegen, wie lange ich da rumgemacht habe, dass ich da was ein bisschen gildsamer hat, ne? Das ist halt das Geile im Singleplayer, kann ich das alles automatisieren, da fährt er den ganzen Tag, wenn ich will. So, also ich habe jetzt noch, keine Ahnung, 100 Quadratmeter an dem Acker. Jetzt ist mir der Dünger ausgegangen, die lasse ich jetzt einfach leihen. Jo, genau. So. Also die Walze läuft, sagst du. Ja, ich fahr grad hier, weil irgendwie fährt sie nicht, die steht. Die Walze von dem Pals. Ich fahr hier und kümmere mich drum. Stimmt, hatte ich mit Drille. Hm.
Ja, wobei, wenn ich das mit dem 313 da mich neben den 1050 stelle, sieht man schon den Unterschied. Ja, ja. Natürlich, das wäre ja auch der, Hammer, der blanke Hohn sozusagen. So, jetzt muss ich mal luren, was ist denn da jetzt noch zu machen, ey? Gibt's ja gar nicht. Also, der ist am Walzen. Eventuell. Es ist Ammo gedüngt. Die Frage ist, was machen wir eigentlich mit den Wingert? Sollen wir da als Minimatte eigentlich machen und einfach ein paar Wingert? Oder wie sieht das aus? Dass du die Wingert, dass du noch mehr Wingert machen willst zum Beispiel? Das. Ah ja, dass man zum Beispiel nicht mulcht und nur Vorschneide tut und Lese tut und halt Dünger neu fährt. Ah ja, also klar. Die Mulche dauert halt auch Ewigkeiten. Ne, das ist ja in dem Fall nicht notwendig, ne? Muss halt Unkraut wegmachen, eventuell, und Dünger. Aber das ist ja momentan, ist ja der Wing jetzt soweit gemacht. Also was mich halt nur wundert, ich habe da hier mal geguckt und den Unterstock beschreibt. Da ist nie wieder irgendwas aufgegangen auf dem Unkraut, ne? Da haben wir mal weggib. Was haben wir denn eben verkauft? Ach so, jo, jetzt war es ja. Es gab's Öl verkauft. Billig war es sogar. Muss ich mal. Naja, 54.000 Euro Öl. Aber. Eieieiei. Wir hatten uns Armo überlegt, Sven, dass man eventuell den Wingert auch ohne Blatt machen würde. Dass man da ohne Fleisch wohl so eine Maschine halt outsourcen, dass wir unseren Hof ein bisschen entspannen. Weil die outsourcen? Ja, die Blattsituation ist so das Schlechte. Die Maschine wird immer gräser und der Hof wird immer kleiner. Ja, wir haben jetzt aber 10.000 mehr wie vorher, warum das? Ja, ich habe außersehen, Kredit bezahlt, aber wir müssen mal Rapsöl fahren. Ach so, ja. Dann hol ich mal den riesen Mulcher vom Weinberg weg da. Also irgendwie, ja. Irgendwie haben wir momentan ein bisschen Arbeitsflaute, könnte das sein? Ja, ja, geht. Das ist halt Walser und. Ja, ja. Tiere. Ich hab den nur vom Winger drüber geholt, das Ding. Ich sag dir, wenn du den jetzt einschalten tust, dann macht das Getriebe direkt die Wind. Wer einer so lieb und wird vielleicht den Ladewagen wegfahren. Ladewagen gleich wegfahren, ja. Ja, das. Kann ich machen. Und nur kratzt die Maschine weg. Hast du alles eingesammelt, Grambix? Ja, fast alles, ja. Es kommt schon noch ein bisschen. Also mein Traktor, der ist zu klar für den Berg hoch vom voller Länge. Gut. Die Wahl steht schon wieder. Hat er kaum was geschafft, der Helfer. Ich werde unseren Kontostand bei unser Kontostand sehen. Naja. Ja, das muss man. Ich schaff nichts mehr. Das muss man wissen, wenn wir im Minus sind, dann bleibt er stehen. Wo ist denn die Ladewaage? Ja, das kommt aber.
Wo steht denn die Überladewaage? Ah ja, unter der Halle, im Hof. Also unter dem Unterstand halt. Ich denke, ich soll den weg tun. Wer hat das gesagt? Weiß ich wunder. Mit der ULW nicht, der Ladewagen. Wo steht keiner mehr? Ach so, der Ladewagen. Ach so. Haben wir jetzt eigentlich alles eingesehen? Ja, ja. Wir sind jetzt nur noch Walse und dann kann man spulen, dass man Unkraut noch beseitigt irgendwann. Und dann kannst du bis zur nächsten Ernte rein theoretisch praktisch vorspulen, wenn im Krampig Satire all versagt sind. Ja, die sind eigentlich fertig. Ja. Wir können auch gerne Musilage verkaufen, da gibt es auch eigentlich ziemlich gut Geld dafür. Mhm. Ja, ich mische mir gerade ein paar Hänger vor, weil die kann ich ja auch in das Silo kippe da. Die kannst du fertig. Station schon auf Lager. Genau. Aber wie gesagt, mir ist es egal, ich brauche noch den Winger wieder abbauen. Naja, ich meine, ja. Dann könnten wir halt nur gescheit die Maschine halt unten hinsetzen und haben dann auch oben dementsprechend viel mehr Platz. Ja. Das wird alles ein bisschen entschärft. Ja, so der Winger ist, finde ich, im Verhältnis zum Ertrag, den wir haben, eigentlich saugwendig. Ne? Ah ja. Das kann ich gleich abreißen, das Ding. Wir kennen ja erst mal gucken, dass man vielleicht noch praktisch Mais häckseln oder so, dass man so vielleicht was Geiles reisen, Kartoffeln. Ah ja, wir kennen auch gerne mal gucken, was da, ich weiß nicht, wie viel das auf der Karte ist, dass wir irgendwelche Produktion oder Bäckerei oder sowas kaufen können. Und wenn wir dort unsere Weizen hinfahren, können wir vielleicht Mehl machen lassen, wie auch immer. Müssen wir mal gucken, was auf der Karte möglich ist. Ja. So sehr viel wird es nicht sein, weil es eine Standardcard ist, aber irgendwas geht vielleicht, ne? So, der Walzer. Gut, ich weiß die Walzer, das ist so furchtbar. Haben wir eigentlich noch einen Dolly für den Sattel zu Uflige oder haben wir den verkauft? Ich glaube, der ist verkauft. Also, nämlich die zwei normale Rollen nachher, ja, okay. Ja, aber wenn wir keine Winget mehr machen, dann sind wir auf den Winget dann verkaufen. Ja, ja, den Winget, den baue ich nicht ab, da gibt es auch ein paar Euro. Ne, ich will jetzt Silage vielleicht mal eine Ladung verkaufen, deswegen. Weil Silage haben wir eigentlich momentan genug.
Aber schon mittlerweile das Mischungsverhältnis raus, Grambix. Ja, also sicher, neben die Anzeige sicher, ja. Genau, ja. Sag mal, haben wir die normale Anhänger auch nicht mehr? Nee, die hatten wir schon ganz am oben schon helge. Ja. Da haben wir zum Abfahren nur die ÖLW und den Sattel. Ja. Und der LKW, ja. Ja, dann kaufen wir Dolly. Ja. Dolly, Buster. Das wäre eigentlich richtig, ne? Na. Sorry. Das hol ich wieder raus jetzt, das Geld. Oi. Das war ein Gratis Ruin. Ja. Was mich eilt ist, dass ich jetzt den blöden Dolly beim Händler holen kann und dann wieder hochfahren kann, der Hänger hole. Hat jetzt eigentlich auch noch mal geguckt, was für den 13 kostet? Nein. Ich konnte mal gucken. Das kann so viel nicht sein. Ja, ich schätze mal so 200 plus minus. Weil, wenn wir das jetzt noch kaufen, bevor wir vorspulen, kann man die Ernte, die draufsteht, mitnehmen. Ne? Was ist denn da drauf? Ich habe keine Ahnung, ich habe mich geguckt. Ist auf jeden Fall mal eine metrische zu messen bisher. Mhm. Ja, gut. Da ist drauf. Gerste. Gerste? Ja, das wird aber auch dann der Juli, August, bis wir das Ende kennen, oder? Machen wir ja gleich. Ja. Gleich ist relativ. Ja, bald ist fertig mit Walze, oder? Kann man vorspulen. Ja. Aber nur mit maximalen 360. Das sind die Blade-Krütze. Oh. Jetzt hat man nur Mitschöpfe. In der Zeit können wir wohl die Metrische sauber machen, die sehen wir aus. Sehr gut, sehr gut. Lassen wir die Rohr vom Kopf her. Warte mal ab, wie das wird, wenn wir vorspulen. Ja. Du kommst nicht mehr her, du kannst noch ein paar Rationen mischen. Nein, macht er ja gerade. Können wir ja mit dem Sattelzug die Kühe füttern, ey. Ja. Mit dem Abschiebewagen gerade neu trinken. Ja. Die Hupe ist schon geil. Ja. Also bei deiner Kühe stinkt es so, ich muss bloß mal umziehen gehen. Ich habe jetzt ein neues Outfit. Oh, Whitey Wiseman. Aha. Was bist denn du, Imke? Ajo, ich wär verrückt, ey. Auch nicht schlecht. Sieht gut aus. Ja. Oder ein bisschen Mole und lackiere. Ja.
Campings, dein Pickup steht alles noch im Dorf, gell? Maschine. Steig da in die Maschine. Ja, echt vor. Ah, ja, irgendwo in der Stadt, wo du was verkauft hast. Was braucht denn jetzt, ja? Ja, du musst immer das zappen. Ah. Oh. Das ist ja eingepackt, ist nach Stroh, nach Wolle drauf. Ja. Verkaufst du mal her? Ui, es wird wieder langsam. Ja. Oh ja. Ambix, was ist denn zu mir? Oh. Audi. Audi. Ich wollte eigentlich gar nichts OC. Ich wollte eigentlich gar nichts OC. Aber dann wärst du fast als Pferd durchgegangen bei mir im Stall. Richtig. Deswegen gab es dann Gelüst. Ich bitte die Zuschauer, das hochstehende Lenkrad im Fan zu entschuldigen. Aber das ist so. Ich kann da nichts dran erinnern. Ja, da haben sie ein bisschen geschnuckelt beim Mod. Ja. Nee, wenn du. Ich weiß nicht, ich habe den Karre ja auch im Singleplayer. Wenn ich da einen aussteige, geht's runter automatisch. Oder halt über Simple IC, ne? Mit auf Knopfdruck sozusagen. Ja, nur wenn das Problem sei, dass wir die Konsole das nicht kann. So ist es. Deswegen steht es halt in der Oppe. So. Ich verkaufe mal so einen Schwung Silage jetzt bei der Biogasanlage. Das Silo ist voll mit Rapsöl. Wir machen jetzt richtig Cash in die Dash. Was mich ein bisschen ärgert bei dem Spiel, hier gibt es Biogasanlage, Windkrafträder und Solarfelder, aber man kann kein AKW bauen. Also, da meint man ja gerade, dass du da mit dem Gardena-Gartenschlauch Rapsöl füllst, ne?
Ja. Das ist furchtbar. Das ist so. Upsa. Das hab ich nicht gesehen. Oh, guck mal auf die Uhrzeit. Auf die Uhrzeit gucke, auf die Uhrzeit gucke. Ah, ja, sehr schön. Ja, ne? Wenn das mal kein Zeichen ist. Das hat auch geklappt mit deinem Video, ne? Ja. So. Ich merke gerade, die BGA nimmt nur 30.000 Liter auf Anschlag. Ich muss wieder heimfahren. So, also die Drescher samt Kleeberge, Wendemolder, sauber. Sehr gut, sehr gut. Und der 820 ist sauber und der 313 ist da. Gut, weil kannst du nicht sehen. Und das ist der 24, ja. Wie steht denn der? An den Mischfahrzeugsplätzen? Ja. Ja, dann kann ich auch noch sagen. Ey. Ich hätte eine kurze Frage. Man kann hier in der Stadt die Käserei Ellen gerade kaufen und kann dann halt hier Milch herbringen, die dann zu, der dann zu Käse gemacht wird. Für den Käse gibt es 3.000 Euro pro 1.000 Liter, für die Milch nur 1.200. Ja. Und aus wie viel Milch wird wie viel Käse? Ja, das, was? Ja gut, du brauchst schon mehr Milch. Also das, kann, macht, das kann ich dir erst sagen, wenn ich das Ding kaufe für 50.000 Euro. Was kostet das Feld 13? Warte mal. Ja, wunderbar. Den haben wir ja schon fast. Wenn du noch Ammo fahren den hätten wir es ja. Also kaufen wir Feld 13 und die Käserei. Jo, du Scheiße. Oder nicht? Ja, ich bin dabei. Ich finde es gut. Ja. Ich kann mir die Milch veredeln. Lunde? Hier auch. Also aus 15 Teilen Milch kriegst du 13 Teile Käse. So schlimm ist es nicht. Aber das ist. Ja. Ach, haben wir ja auch noch. Da haben wir noch Hengste zum Verkaufen irgendwann. Richtig. Deswegen muss ich jetzt reiten. So ist es. Oh. Schau, das ist irgendwie, sauber. Irgendwie verfranst. Das sieht. Der Radlader ist noch, was sehe ich. Der Pickup.
sieht auch sauber aus. Ich bin auch noch ganz schmutzig. Oh, stell dich mal auf den Waschplatz. Behalte mal den 211er Vario. Normalerweise brauchen wir nicht mehr. Ja, aber der ist es nicht hübsch. Der ist ideal für so Schneidwerkswagen so rumzufahren. Ach so, jo. Dann lassen wir den durch. Aber die Anbaugeräte braucht man nicht mehr, oder? Nee, die könnte man eigentlich abkaufen. Ich baue jetzt erstmal die Vignette ab, glaube ich. Jo. Soll ich das da noch verkaufen? Ich bin gerade im Shop. Jo. Campix, wo holst du denn also die Silage aus dem Holzsilo oder aus dem Metallsilo? Aus dem Metall. Gut. Dann kippe ich so wieder rein. Sei ja, Drehschemel, das werde ich nie mehr lernen. Oh, okay. Quatsch. Nee, das macht er nicht. Hey. Ich muss es ins Holzsilo kippen, anders macht das nicht. Naja, ist doch nicht schlimm. Ja, genau. Erst das Auto kaputt fahren, dann einen Tinnitus machen, ey. Henny, wenn du zu mir kommst, kenn ich dich gerade mal sauer bloß, oder fährst du fort? Ich weiß nicht, wen du meinst. Ja, jetzt fahr ich fort. Dann fahr ich fort. Ja, hätte ich früher sagen müssen. Entschuldigung, ich war gerade für kleine Königsziege. Ja, aber ihr müsst es jetzt nicht auf dem Hof machen, doch gegenseitig bloß dann. Naja. Wir fahren da raus auf der Acker oder so. Genau, gehen ins Feld. Halt. Gehen ins Feld wie in der Mannleid. Also man warum hört denn der Helfer ständig auf zur Walse? Wenn ist das Feld schräg an den Enden? Ja, ja, aber ich hab außenrum auch mal gewalzt. Und da hätte auch nicht irgendwie oben oder unten aufzuwalzen, sondern Mitte drin. Ach so. Das war so schnell. Das war schon einer durchzept. Das kann natürlich sein. Ja, der guckt mal auf die Uhr, wir haben 20:05 Uhr, der hat Feierabend. Ajo, ja gut, es gibt's in der Landwirtschaft nicht, Feierabend. 24/7. Ja. Aber ich stelle fest, der Wingert geht weg und ich krieg keinen anderen Cent dafür. Das hab ich mal, ich hab mal auch irgendwie gedacht, so wie du gesagt hast, da gibt's Geld dafür. Also wenn ich jetzt ein Gebäude abreiß, krieg ich Geld dafür. Ja. Weil der Krempel hat ja einen Arsch voll Geld gekostet. Sicher wohl, dass der Wingert, dass das alles nichts mehr wert ist. Nee, aber ich meine, tatsächlich ist sie in der Realität, wenn Wingert wegmacht, kriegst du auch kein Geld davor. Eben. So, ich kauf dann mal Feld 13. Jo. Hat man am Kontostand gar nicht so gemerkt, ja, das hat jetzt gar nicht so weh getan. Na? Na, hat Spaß gemacht.
hat Spaß gemacht. Das Problem ist halt, wir haben zu wenig Arbeit für uns alle dort zu beschäftigen. Ja gut, wenn wir nicht alles mit dem Hilfe fahren lassen könnten, hätten wir ja auch Arbeit. Ja, aber das Wahnsinn, da kriege ich echt drauf. Am Gebiet, die Traktoren sind frei, ich könnte jetzt einen Plug kaufen und könnte die Felder zusammenlegen. Also nee, 11, 12 und 13. Dann werden sie noch größer und dann hast du erst recht keinen Bock, die zu machen. Wenn sie klar sind und du musst öfters mal umsetzen, macht's mehr Spaß. Hala. Oder halt nur 11 und 13 zusammenlegen. Ja, wenn die nicht so groß sind. Ja, geht. 3 und 4 sind größer. Irgendwie will er jetzt nicht mehr abreisen. Ich habe jetzt einen Teil vom Winget weggemacht, aber jetzt geht's nicht mehr. Vielleicht ist es einfach zu viel. Was brauchen wir noch für Hall? Vielleicht brauche ich neue Antragstelle zum Ausrauben bei der Kreisverwaltung. Ach, sicher, habe ich ganz vergessen. Ach Gott. Was brauchen wir noch für Hall? Was brauchen wir noch für Hall? Irgend auch nicht, wir haben alles mögliche neue Stelle. Man, es geht auch nicht, wo man durchfahren kann. Wie sieht's denn eigentlich aus mit Gülle? Gülle juckeln. Stimmt. Kann man auch mal machen. Wie viel Gülle haben wir denn? Da brauchen wir ja eine Güllespritze. Warte, ich guck mal. Wir haben eine Gülle-Silo. Also wir haben ein Silo mit Mist, das hat 40.000. Ja. Ich bin jetzt auf meinem Pferd. Ich gehe schon weg. Also ich habe für alle Hallen, ich habe so gut wie keine Kohle für eine anständige Halle, ne? Ja, ich muss feiern noch. Rapsöl, was wir billig bekommen. Da hinten lebt ein Gaul, ist der abgerückt? Nee. Ich sehe nämlich nur den Gaul, sonst nix. Wo? Ein. Haben wir so, an der Kreuzung gleich. Mit dem weißen Imker aber drauf. Muss auf dem Feld 13 irgendwas gemacht werden? Düngersee oder sowas? Das kannst du im Menü sehen, Mausi. Ja, ich weiß, die Walz noch schnell per Selbststohl, die Litsch bauen, dass das endlich mal fertig wird. Du Stallion, du könntest doch oben den Shop wegmachen, wo die Wingert-Sache drin gestanden haben, weil der ist ja auch viel zu klar, wenn man da davor ein bisschen Geld kriegt. Ja. Ein Tausender. Ui, super. Also wäre ich so Freilufthall, wie wir es schon mal haben, lieber oder drüber zum Durchfahren? Ja, genau, wo man durchfahren kann, ohne rückwärts reinstoßen zu müssen. Ja. Es kommt doch jetzt gleich wieder Geld.
So, also ich bin fertig mit Walse. Bitte? Also der LKW, der geht mir so auf den Sack. Oh, scheiße. 40 Minuten läuft die Aufnahme schon. Ich glaube, ich beende mal. Dann sage ich mal anständig Tschüss. Genau, genau, der Leid. Aladon.